Guten Abend und herzlich willkommen zur Lit Cologne On Air. Ja, in unserem 21. Jahr erleben Sie uns noch einmal in einer ganz neuen Kulisse. Hier im Theater am Tanzbrunnen und bei all unseren Streams aus Belgien, Berlin und dem Backes, aus Frankreich, aus Russland und den USA. Wir überwinden dieses Jahr alle Grenzen digital. Freuen Sie sich jetzt mit mir auf zwei kluge, zukunftsorientierte und diskussionsfreudige Köpfe. Maya Göpel und Frank Schätzing sind heute zu Gast. Ja, differenziert und leidenschaftlich und vor allem, das verraten beide zum Glück schon in den Titeln ihrer Bücher mit genügend Optimismus, diskutieren die beide nun ihr gemeinsames Credo. Der Klimawandel ist die größte Bedrohung und zugleich die größte Chance. Ich wünsche Ihnen beiden einen anregenden Abend und Ihnen zu Hause ebenfalls. Herzlich willkommen, Maya Göpel und Frank Schätzing. Danke, Angela, und ein herzliches Willkommen von uns beiden, Ihnen zu Hause, den wir jetzt gerade in die Bude streamen. Normalerweise säße jetzt hier auch noch ein Publikum und würde einen hörbaren Applaus produzieren, den ich dir so sehr gewünscht hätte, Maya, weil du hast den weiten Weg auf dich genommen, von Brandenburg bis nach Köln, um hier auf der Bühne zu sitzen. Und da wir kein Publikum haben, habe ich dir den Applaus einfach mitgebracht. Das ist deiner. Oh, aber ich teile mit dir. Dankeschön. Ich habe auch einen gefunden vom letzten Billie Eilish-Konzert, aber das sind 300.000 Leute gewesen. Da habe ich gedacht, das nehmen die uns dann doch nicht ab. Nee, ne? Ja. Keine, ja. Und man kann ihn sofort wieder ausmachen. Ja, wir machen uns einen schönen, vergnüglichen Abend heute. Denn seien wir doch mal ehrlich, es gibt doch eigentlich nichts Schöneres und Vergnüglicheres als den Weltuntergang. Jedenfalls so, wie wir ihn leidenschaftlich und immer wieder aufs Neue beherzt inszenieren. Seit wir von den Bäumen stiegen, sind wir mit Begeisterung auf dem Weg in den Untergang. Unser ganzes kulturelles Schaffen, unsere Kulturgeschichte aufs Ende gerichtet. Vom jüngsten Gericht bis Roland Emmerich. Immer verbunden auch mit einer Heldengeschichte. Denn die Welt muss ja gerettet werden oder die Rettung muss wenigstens aufgeschoben werden. Oder wenn die Welt schon untergeht, dann will man möglichst gute Karten haben. James Bond hat 25 Mal die Welt gerettet. Die 26. Weltrettung kreist noch über dem Pandemiegeschehen, soll aber demnächst im Kino sein und wir werden wieder mitfiebern. Und da ist es eigenartig, wenn man sieht, bei unserer Begeisterung für die fiktionale Katastrophe, dass sobald die blanke Realität da ist, plötzlich die ganze Euphorie weg ist. Da ziehen wir den Kopf ein, wollen unser Kinokartengeld zurück, beten hilft irgendwie auch nicht. Und entsprechend mager fällt die Klimarettungsbilanz aus der letzten Jahre und Jahrzehnte. Der Enthusiasmus überschaubar, unsere Ängste umso größer. Und zwar eigenartigerweise nicht vor der Katastrophe selbst, sondern vor dem Ausweg aus der Katastrophe, als sei der Klimaschutz die eigentliche Bedrohung und nicht der Klimawandel. Maya, was ist da los in den Köpfen? Ja, wahrscheinlich hast du Salz aufs Popcorn gemacht statt Puderzucker und dann war es irgendwie schon der falsche Einstieg. Okay. Also im Ernst, es hat ja viel damit zu tun, das war, glaube ich, auch einer der großen Unterschiede, die wir jetzt wahrgenommen haben in der Pandemie, in dieser zeitlichen und örtlichen Versetztheit zwischen Ursache und Wirkung. Wird auch schon lange diskutiert in der Forschung zu Ökosystemveränderungen und wie wir auch, was ja auch in deinem Buch und meinem Buch, glaube ich, eine Parallele ist, mit dem systemischen Denken nicht immer so gut zurechtkommen, weil wir eben uns nicht vorstellen können, erstens, dass unser kleiner Beitrag mit diesem zur Arbeit fahren in irgendeiner Weise ein Problem sein soll. Ist es ja auch erstmal nicht, sondern einfach die vielen, vielen kleinen Beiträge in der Summe irgendwann werden zum Problem. Und dann sind wir eigentlich auch gar nicht so stark daran, dass wir selbst vielleicht nicht die Veränderung machen würden, sondern wir glauben gar nicht, dass die anderen mitziehen würden. Das ist ja ganz interessant. Ne? So dieses Psychologen bestätigen das ja auch. Also ich bin eigentlich ziemlich gut, ich bin eigentlich ziemlich vernünftig orientiert, aber die anderen, die würden bestimmt nicht. Und dann kann ich ja selber auch nicht so richtig, weil die ziehen nicht mit. Also das ist so einer der Punkte. Und der andere ist natürlich, ja, und was ist mein Benefit? Also bei der Corona-Pandemie war das viel klarer. Wir sehen das Zeitfenster ungefähr 14 Tage zwischen Handeln oder Nichthandeln und Konsequenz. Mhm. Und vor allem hier bei mir zu Hause. Mhm. Und das haben wir eben bei der Klimakrise nicht. Die, die untergehen, wohnen tendenziell woanders als diejenigen, die sehr viel zum Klimawandel beitragen. Und gleichzeitig haben wir eben noch die ganze Frage mit den zukünftigen Generationen, die uns ja auch erst jetzt seit 3 Jahren richtig aufs Dach steigen. Ja, klingt nach Totalüberlastung. Ist vielleicht auch so ein kleines bisschen der Grund dafür, dass man wegschaut. Denn eigentlich sind wir ja erprobt da drin, die Katastrophengeschichten und die Heldengeschichten immer über eins zu kriegen. Mhm. Wir mussten ja schon vieles durchstehen in der Menschheitsgeschichte. Wir mussten ja auch schon von vielem lassen.
Aber wir haben immer etwas Neues, wir haben etwas Besseres oft auch dafür gefunden. Und jetzt tun wir gerade so, als ob das nicht mehr gilt. Als ob alles nur noch schlechter wird, alles ist unrettbar verloren. Und tatsächlich wird es ja nur dann schlechter, wenn wir jetzt nichts tun oder wenn wir zu wenig tun. Mein Eindruck war jetzt in der Pandemie, dass wir zum Nichthandeln verdammt waren. Wir konnten ja eigentlich gar nichts machen. Es war ja im Grunde genommen nur, dass du da gesessen hast und wenn du dich nicht bewegt hast, dann warst du pandemiekonform. Hilft dem Klimawandel auch sehr gut. Klimawandel natürlich ganz genau. Aber dann irgendwo auch eigentlich nicht, weil damit könnten wir ja wieder ins Handeln finden. Ja. Und mein Eindruck ist, dass die Menschen gar nicht so richtig wissen, was wir eigentlich tun können. Wir haben ja eigentlich eine ganze Menge Optionen, aber ich stelle immer wieder fest, der Informationsgehalt ist doch recht dürftig, die Angst ist groß und dann kommt, glaube ich, noch was dazu, das ist mir mal aufgefallen, weil ich ja nur mal Thriller schreibe. Es gibt einen Unterschied zwischen Krimis und Thrillern und tatsächlich lieben die Deutschen den Krimi und den Thriller nicht so sehr, weil der Krimi, da beginnt es mit einer Eskalation, am Anfang ist Chaos, Unordnung, Leid. Und dann kommt ein Kommissar und dann kommen die üblichen Fragen, wo waren Sie gestern zwischen 9 und 11? Und dann wird ermittelt und am Ende ist die Welt wieder in Ordnung. Der Thriller funktioniert ja vollkommen andersrum. Am Anfang ist eigentlich alles in Ordnung, du lebst ein ganz normales Leben, dann bricht irgendwas ein, sagen wir eine Rezession, dann kommt eine Flüchtlingskrise dazu, irgendwo bricht ein Vulkan aus, dann kommt eine Klimakatastrophe, dann kommt eine Pandemie, es wird immer, immer mehr. Aber während sich das im fiktiven Thriller dann doch irgendwie auflöst, wir das dann einmal symbolisch durchleben, das hat ja auch eine kathartische Wirkung auf uns, Gott sei Dank, die Welt ist einmal untergegangen, aber John Cusack hat sie dann doch noch gerettet, passiert das nicht. Eigentlich löst sich nichts wirklich auf, der Druck auf uns wird eigentlich immer nur stärker und wir haben ein Gefühl massiver Überforderung und Hilflosigkeit. Mhm. Ja, stimmt, das ist ganz spannend, weil in der Pandemie war es ja auch ein Stück weit so, ne? Am Anfang war das Drama, dann haben wir brav befolgt, was gesagt wurde und warteten jetzt auf die Normalität, dass die bitte wieder zurückkommen soll. Und deshalb wird auch Corona noch ein bisschen eine Zumutung bleiben, aus meiner Perspektive, weil es eben noch nicht wirklich wieder weg ist. Und wir natürlich jetzt zum Glück, aus meiner Warte, durchaus auch einige politische Entscheidungen tatsächlich hatten. Da hat ja jetzt ein entscheidendes Gremium wie ein Bundesverfassungsgericht gesagt, so Jungs und Mädels, also wenn ihr das ernst nehmt mit dem Pariser Vertrag, was ja völkerrechtlich erstmal bindend ist, dann ist das, was ihr euch bisher ausgedacht habt, halt nicht ausreichend. Und das ist ja eigentlich so ein Fanfarenstoß in, wir fangen jetzt tatsächlich mal an. Und da bin ich schon noch sehr gespannt, weil ich fand die Reaktionen auch insofern unglaublich. Ja, eine Mischung zwischen ermutigend und, also so mir ist fast die Kinnlade runtergeplumpst bei einigen. Also aber ich fand es fast Realsatire. Ja, also so dieses, ja Gott sei Dank, wenn uns das Gericht jetzt sagt, dann können wir jetzt ja loslegen. Als hätten sie vorher, und das, dieser politische, das kommt bei dir auch durch und das nehme ich auch immer mit rein, dieses Politik muss mehr sein, als das mal eben demoskopisch Machbare dann irgendwie so zu verwalten, sondern es gilt ja auch darum, nach bestem Wissen und Gewissen sich zu informieren und zu werben für etwas, vor allem auch für etwas und nicht nur gegen etwas. Und dass es dafür so einen Gerichtsbeschluss braucht, damit ich das darf aus so einem politischen Feld, aus so einer Parteienlandschaft heraus oder ist ja jetzt auch kolportiert, sowohl Angela Merkel wie auch Franz Timmermans vor kurzem, der als Kommissions, einer der drei Präsidenten ja dafür verantwortlich ist, im Grunde genommen den Green Deal durchzusetzen, gesagt haben, gib mir noch mal so 2, 3 Gretas und dann kann ich das auch. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen, Mensch, ja, also vielleicht könntet ihr mit eurem Machtapparat auch ein bisschen voranlaufen und einfach, ja, dieses Werben für etwas, das fehlt mir eben auch so wahnsinnig. Aber vielleicht waren das jetzt ja, also einmal haben wir so eine andere Heldengeschichte. Erstens ist das Team ja plural, das finde ich auch sehr schön, weil ich glaube, dass das mit komplexen Systemen und der Art, wie die Welt inzwischen zusammenhängt, auch nicht anders funktioniert. Und dann neue Akteure, die sagen, nehmt euch doch mal ernst. Also Karlsruhe, ja, ich fand das toll einerseits. Ich hatte aber so ein unheimliches Déjà-vu. Da gab es da mal 2015 in Paris so eine kleine Veranstaltung, wo sie alle da waren und haben sich bekannt zu Klimazielen. Und dann haben sie es jahrelang verstanden, diese Ziele zu verschleppen. Man muss sagen, Deutschland hat eine der unrühmlichsten Rollen dabei gespielt. Wir haben also noch nicht mal unsere Etappenziele erreicht.
Und als ich jetzt dieses Karlsruher Klimaurteil hörte, ich fand das toll. Ich fand das auch gut, dass endlich mal klar gemacht wurde, dass man nicht die Hauptverantwortung und den Verzicht und die wirklichen Restriktionen dann irgendwann den jungen Menschen aufbürden darf, die dann mit einer Krise zurechtkommen müssen, die sie gar nicht verschuldet haben. Und wir verpassen hier bis 2030 munter unser Emissionsbudget. Also das war sicherlich ein wichtiges Urteil. Aber ich habe mich eigentlich totgelacht zu sehen, wer sich dann da alles drüber gefreut hat wie Bolle. Aber es sind ja die, die dann hingegangen sind und haben gesagt, stimmt, ich habe jahrelang meine Klimahausaufgaben nicht gemacht. Jetzt bin ich dafür abgewatscht worden. Das war ein wichtiges Signal. Ich begrüße das sehr. Das war so absurd. Und wenn ich mir die Politik, du hast es gerade angesprochen, der letzten Jahre in Deutschland anschaue, es gibt diesen Satz unserer geschätzten Kanzlerin, Politik ist das, was möglich ist. Mhm. Wo man sich die Frage stellen muss, kann denn eigentlich das, was möglich ist, der Einschätzung einer einzelnen Person unterworfen sein? Mhm. Jedenfalls war offenbar nicht so richtig viel möglich. Jetzt haben wir dieses Urteil. Und wir sind immer noch in einem Klima, in dem das Bekenntnis zum Handeln als Handeln missverstanden wird. Das heißt, jetzt freuen sich alle über das Karlsruher Urteil, aber was passiert denn jetzt eigentlich? Hast du das Gefühl, dass die einen Plan haben? Nee, also jetzt wissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen sind wir eher daran und da sind uns ja die Umweltorganisationen jetzt zuvorgekommen, zu sagen, sag mal, habt ihr eigentlich den Verstand verloren jetzt in eurem Wahlkampf, also Krieg, um es jetzt einigen. Ergrünen ja alle wie die Heide gerade. Ja, und auf der anderen Seite wird jetzt per se gesagt, dass alles, was irgendwie dem Klima hilft, definitiv die Armut in diesem Land verschärfen wird. Und da können wir überhaupt nicht gegen anpublizieren aus der Wissenschaft jetzt, die sich bemüht, die sozialen und ökologischen Themen zu verbinden. Und es wird ja wirklich bewusst falsch dargestellt, bewusst Dramen aufgemacht, bewusst so richtig alte Kampfbegriffe ständig aufgerufen, anstatt zu sagen, so jetzt wäre es wirklich an der Zeit, wenn schon so ein Gericht sogar geurteilt hat, zu sagen, eine nächste Bundesregierung, total egal, wie die zusammengesetzt ist, hat jetzt echt einen Auftrag. Und wir haben eine Zukunft, um die es hier gerade geht und wir brauchen jetzt mal so ein bisschen Größe. Und nicht dieses kleinkarierte Gegeneinander Abgekämpfe, weil das Vertrauen, was damit verspielt wird, das haben wir ja in der Corona-Krise und dann auch wirklich die Korruptionsfälle in dem Kontext, da habe ich gedacht, wow, also das war jetzt das, was wir uns überhaupt gar nicht leisten konnten. Ja. Denn noch in irgendeiner Weise die Instanz, die da das Gemeinwohl sichernd auch wirklich drastische Maßnahmen verkündet, getragen werden soll von einer Bevölkerung. Und so ein bisschen Sorge mache ich mir, wie das sich jetzt noch in den nächsten 2-3 Monaten in dieser Wahlkampfphase ausfasern wird, dass am Ende keiner mehr dran glaubt, dass es Maßnahmen gibt, die tatsächlich gemeinwohlorientiert gestrickt sind. Es geht ja schon los. Nö, Steuern werden nie zurückgezahlt. Nö, das haben die eh noch nicht gemacht. Bis hin zu Ministerpräsidenten, mit denen ich diskutiert habe, gesagt habe, war noch nie so. Die Politik hat noch nie Steuern an die Bürger zurückgezahlt. Es wird auch diesmal nicht so sein. Ich dachte, wir sind doch derjenige, die das hat Habeck gestern Abend noch erklärt und dass ihn die AfD ausschlachte, war ja kein Wunder, aber die anderen guckten auch ein bisschen ungläubig. Ja. Und zur gleichen Zeit geht Annalena Baerbock das erste Mal so richtig ins Wahlprogramm und nachdem jetzt der erste Glanz verschienen ist und erzählt was von 16 Cent mehr pro Liter Benzin und sofort gehen die Umfragewerte runter. Das heißt, wir wollen immer eine Ideallösung, aber dann doch lieber im Kino. Ja, aber in der Realität geht es natürlich nicht. Letzten Samstag war ja gerade wieder der Fall. Da bin ich an der Tankstelle vorbeigefahren in die eine Richtung und nach dem Reiten in die andere Richtung zurückgefahren. Der Preis war 10 Cent höher. Einfach, weil die Tanken überlegt haben, ah ja, jetzt ist, glaube ich, die Hauptreisezeit am Wochenende. Während deines Ausritts? Ja, genau. Innerhalb von 2 Stunden ist der Preis 10 Cent hochgegangen. Pferdefutter auch? Ja, die sind ja auf der Wiese. Das kann ich nicht so direkt messen, ob die da irgendwie 20 Gramm mehr drin haben. Meine Angst ist so ein bisschen, dass ich, und dann reden wir über was Positives, aber man muss es ja ansprechen, dass ja sehr schnell jetzt so ein erneuertes Klimagesetz übers Knie gebrochen wurde. Man wollte ihr dann auch irgendwas liefern. Und dass sie es wieder nicht wirklich verstanden haben. Denn man ist jetzt ganz stolz hingegangen. Die Bundesregierung hatte ja mal gesagt, wir wollen bis 2050 klimaneutral werden. Und dann hat man gesagt, jetzt ziehen wir das vor, jetzt sind wir bis 2045 klimaneutral. Das klingt ein bisschen, als ob man dann so beifallheischend auf das Klima schaut und sagt, na, haben wir das gut gemacht? Bist du jetzt beeindruckt? Aber das Klima hustet uns was, denn tatsächlich müssen wir ja klimaneutral sein in dem Moment, wo wir die uns zugewiesenen Emissionsbudgets aufgebraucht haben werden. Es ist ja so, dass der Weltklimarat das ausgerechnet hat und gesagt hat, wenn wir bei 1,5 maximal 2 Grad zusätzliche Erwärmung stoppen wollen und nicht weiter erwärmen, dann haben wir ein Restemissionsbudget weltweit, was sich dann auf die Länder verteilt.
Und das müssen wir uns einteilen. Und wenn wir es aufgebraucht haben, müssen wir eine Vollversorgung durch erneuerbare Energien haben. Vor Karlsruhe-Urteil hätte das geheißen, dass wir 2029 90% unseres Emissionsbudgets aufgebraucht hätten, mit 20 Jahren bis 2050 dann. Jetzt heißt es, dass wir bis 2029 80% unseres Emissionsbudgets aufgebraucht haben werden, mit immer noch 15 Jahren, bis wir dann geruhen, klimaneutral zu sein. Mhm. Braucht es da einfach auch ein bisschen mehr wissenschaftliche Aufklärung für die Politik? Und B, gibt es die nicht längst schon, aber man hört nicht so recht drauf. Hm. Ja, also du bist ja Beraterin, ich meine, du bist ja ganz nah dran. Die gibt es schon ganz lange und das war, denke ich, auch die Motivation, weshalb 2019 dann die Scientists for Future an den Start gegangen sind. Wären die eigentlich auch an den Start gegangen ohne Fridays for Future? Das ist total interessant, weil natürlich die Definition der Rolle der Wissenschaft, der Wissenschaft, ist ja auch immer interessant, ob der Sammelbegriff auch da tragen kann oder nicht. Aber dieses, natürlich schreibt die Wissenschaft nicht vor, was in einer Gesellschaft passieren soll. Aber gerade diese Auftragsforschung, wie sie in Beiräten gemacht wird, orientiert sich ja an einer Zielsetzung, wie zum Beispiel dem Klimavertrag von Paris oder den Nachhaltigkeitszielen in dieser Bundesrepublik, die politisch vereinbart wurden. Das heißt, dieses normative politische Ziel ist ja vorgegeben. Und dann ist der Auftrag zu sagen, wie können wir das denn machen? Wie kommen wir denn dahin? Und dann, ja, wenn die Ergebnisse sagen, das bedeutet ziemlich viel, ziemlich schnell zu verändern, wird dann gleich die Ökodiktatur und als wollte man jetzt radikal die Republik umbauen. Aber das will die Wissenschaft nicht. Die Wissenschaft hat einen Auftrag ausgefüllt, zu sagen, wie kann das gehen? Und deshalb ist es aber hochinteressant, alleine im IPCC, also im International Panel on Climate Change, was so ein multinationaler Zusammenschluss ja ist, mit über 400 WissenschaftlerInnen, die seit Dekaden ja auch berechnen, wo eben das benannte Budget auch herkommt. Und auch Empfehlungen machen, aber eben so ganz vorsichtig. Es darf nie zu politisch werden und es muss immer klar sein, es bleibt der Optionenraum. Und irgendwo war, glaube ich, durch die Fridays for Future, die rausgegangen sind auf die Straße und gesagt haben, sag mal, das, was ihr da macht und das, was die aufschreiben, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Mhm. Wie kann denn das sein, dass die Politik ihren eigenen Beratern und Beraterinnen nicht folgt und mindestens mal erklären muss, warum nicht? Mhm. Und dann kam ja dieser Gegendruck, zu sagen, naja, also das sollte man den Profis überlassen und das ist eben alles nicht so einfach und die Kinder verstehen davon nichts und sollten mal wieder in die Schule zurückgehen. Mhm. Dabei haben die ja die Studien endlich gelesen, die da in Masse produziert und auch online gestellt werden, für alle zugänglich und so weiter. Und das war, glaube ich, auch wirklich der Impuls, wo dann ja auch in einem ungeahnten und sehr schnellen Prozess, wir haben 4 Wochen gebraucht, um diese Unterschriften zusammenzubekommen, hätte ich nie gedacht, zu sagen, nee, also das, was die behaupten, hat absolut Hand und Fuß. Das sind ja unsere Studien, auf die sich beziehen. Und deshalb stellen wir uns jetzt dahinter. Also gar nicht so vorzuschreiben, wie der Weg sein muss, aber zu sagen, die Evidenzbasis wird nicht in Frage gestellt. Sonst sind wir hier bei Fake-Science-Erklärungen oder so. Ja, wir haben ja auch keine heliozentrische Diktatur, nur weil die Erde um die Sonne kreist, ne? Sondern ja, so. Das ist eben einfach so.